Im Kundencenter der Stadtwerke ging es heute um das Vorhaben einer klimafreundlichen Versorgung Jenas mit Wärme, die kommunale Wärmeplanung. Eingeladen hatten die Stadtwerke Jena Netze zusammen mit der Stadt und dem Hamburg-Institut als extern beauftragter Planer, um über den aktuellen Stand zu informieren. Laut Kevin Muschalle-Momberg, Jenas Klimaschutzkoordinator, wird dabei aktuell an den Bestands- und Potenzialanalysen gearbeitet. Bei der Bestandsanalyse geht es darum, Daten einzuholen, Daten zum Energieverbrauch, zum Wärmeverbrauch in der Stadt, wie viel Wärme wird hier eigentlich verbraucht in den Quartieren. Bei der Potenzialanalyse geht es darum, dass man sich genau anschaut in den Quartieren, wo gibt es Potenziale für erneuerbare Energien, um dann auch die Wärmeversorgung bereitstellen zu können. Mit der kommunalen Wärmeplanung sollen die Weichen für die Wärmewende in der Saalestadt gestellt werden, also der klimafreundlichen Versorgung aller Haushalte mit Wärme. Dabei fließen nicht nur städtische Daten wie beispielsweise zu Grundstücksgrößen, Gebäudebestand und Gebäudealter in die Planung ein, sondern auch der aktuelle und künftige Wärmebedarf der Gebäude und Quartiere. Außerdem wird dazu der Einsatz klimafreundlicher Technologien in verschiedenen Teilen der Stadt geprüft. Zum einen haben wir die Bestandsanlagen, 98% ist ja erdgasbasiert. Das wird komplett umgeändert werden. Das heißt, wir werden auf Flussthermie setzen, wir setzen auch unter anderem auch auf Solarthermie, wir setzen aber auch auf grünen Wasserstoff in der Kraft-Wärme-Kopplung. Wir werden darüber hinaus das Projekt Annika sehen. Annika heißt, dass wir aus der zentralen Kläranlage in Jena-Swetzen vielleicht die Chance haben, neue Quartiere reiner grüner Energieversorgung zuzuführen. Das heißt, dort Erdgasversorgung abzulösen und mit grüner Wärme aus der Kläranlage zu versorgen. Darüber hinaus werden wir Biogas weiter ausbauen im Rahmen von biologischer Methanisierung mit grünem Wasserstoff. Auch da sind wir in der Konzeption. Wir haben natürlich Power-to-Heat in Spitzenlastzeiten, das heißt Grünstrom, der dann direkt über Elektrodenkessel in die Wärmeversorgung übergeführt wird, eine klassische Sektorenkopplung. Schon Ende dieses Jahres soll die kommunale Wärmeplanung vorliegen und im Stadtrat beschlossen werden. Auf jena.de/wärmeplanung werden alle Hintergrundinformationen und Neuigkeiten zum jeweils aktuellen Stand der Planung veröffentlicht.